Wisst ihr, es ist sehr komisch. Der Freedom Day, weiß nicht, für was macht man denn? Und Bürgermeister Ludwig hat noch immer nicht geschnallt, dass die Menschen es satt haben, sich diktatieren lassen von anderen Menschen. Es ist genug, lieber Herr Ludwig. Noch einmal, wenn Karl Nehammer etwas beschließt, dann haben Sie auch dem zu folgen. Und wenn Sie meinen, Sie können Wien noch weiter unterdrücken mit strengeren Maßnahmen, Herr Ludwig, dann weiß ich nicht, was Sie in Ihrem Leben bitteschön falsch gemacht haben. Und ich möchte noch eines dazu sagen, weil ich Sie gerade erwähne, Herr Ludwig. Sie wollen ja auch nicht, dass wir Bürger ihnen Maßnahmen aufsetzen, die man nicht für gerechtfertigt erklärt. Und ich würde mir von Ihnen wünschen, zeigen Sie endlich Rückgrat, heben Sie auf, lassen Sie die Menschen, die sich impfen haben lassen, in Ruhe und sorgen Sie dafür, dass wir ein ganz normales Leben haben, ohne diese Diktatur hier. Sorry, dass ich immer das Wort in den Mund nehme, aber mir geht es schon langsam auf die Nerven, wenn eine Regierung hier was beschließt und Bürgermeister Ludwig hier mit voller Härte durchgehen möchte. Das geht mir eigentlich auf die Nerven. Herr Ludwig, noch einmal, Sie sind Bürgermeister, sonst nichts. Sie sind Bürgermeister, bitte merken Sie sich einmal das. Und da können Sie sich eine Million Mal mit irgendwelchen Landsleuten beraten. Es wird dadurch nicht besser. Es wird dadurch nicht besser. Und am 20. März werden es genau 2 Jahre, wo Sie irgendeinen Notstand ausrufen. Es muss einmal genug sein, Herr Ludwig. Wir wollen uns nicht mehr von Ihnen an der Nase herumführen lassen. Und dann wundern Sie sich, Herr Ludwig, dass andere Regierungsmitglieder angefressen auf Sie sind. Lieber Herr Ludwig, warum machen Sie das? Warum machen Sie das? Gesundheit, schön und gut. Aber sie haben nicht das Recht, die Menschen, die ihre Pflicht getan haben, noch weiter zu quälen. Und Wien sollte nicht noch strenger behandelt werden, weil es ist nicht mehr rechtens. Auch wenn jetzt die Zahlen wieder eine andere Sprache sprechen. Aber sie haben, Herr Ludwig, nicht das Recht, Wien weiter herabzuwürdigen. Und da wundert mich überhaupt nichts, wenn ÖVP, Grüne und FPÖ und auch andere, ausgenommen SPÖ, sich dann ärgern, weil sie Österreich eigentlich eher mehr herabwürdigen, anstatt es zu würdigen. Und noch einmal, Herr Ludwig, wir haben Sie nicht als Bürgermeister gewählt, um Österreich bzw. Wien herunterzumachen, sondern weil Sie eigentlich verpflichtet sind, der Stadt halber gut gehen zu lassen und nicht die Menschen, die ihre Pflicht schon gemacht haben, noch weiter herabzudrücken. Und ich mache Ihnen keinen Vorwurf, aber es ärgert mich, dass Sie Wien weiter unterdrücken wollen. Und das kann ich definitiv nicht so stehen lassen. Und noch einmal, Herr Ludwig, Sie sind Bürgermeister, Sie sind kein Bundeskanzler, kein Vizekanzler, kein Gesundheitsminister und, und.
Und ich möchte zum Abschluss sagen, ich finde es nicht in Ordnung. Eigentlich müssten Sie für diese Provokation, ich sage eigentlich, müssten Sie für diese Provokation Ihr Amt niederlegen und sagen, es tut mir leid, ich habe nicht gut gehandelt und dann wäre alles gut. Es ist einfach traurig und sittenwidrig, was Sie hier machen. Ich weiß, viele werden wieder mir den Daumen nach unten machen, aber ich will nur sagen, wie es ist. Es ist die Tatsache, dass Sie hier Menschen so behandeln, als ob sie noch kleine Kinder wären, die man um 9 oder 8 Uhr am Abend ins Bett schicken würde. Und da wundert mich wirklich nichts, wenn die FPÖ und die ÖVP irgendwann einmal die Schnauze voll haben. Und ich weiß nicht, was muss man eigentlich tun, um sie zu überzeugen, dass ihre Maßnahmen sittenwidrig sind? Was muss man tun? Soll man vielleicht demnächst mit einem schwarzen Kaffee und einem Croissant bei ihnen auftauchen oder wie? Es macht wirklich einen sprachlos, was Sie hier aufführen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Tag und lieber Herr Ludwig, denken Sie vielleicht ein bisschen nach, wie Sie mit den Wienern und Wienerinnen umgehen. Danke für die Aufmerksamkeit.